Ja, es hat etwas geregnet, das ist schön, da freuen wir uns. Sieht man auch hier vor mir an der Matsche. Klarer. Aber was ich eigentlich will, wir gucken noch mal zu, ups, ganz schön matschig, zu Lady Welle. Muss mich mal hier an der Lara vorbeischleichen. Da ist Julchen, unser Bullterrier Shaya. Ich meine, ich habe von Weitem Lady Welle hier gesehen. Martin, Plüschi, Anton, Anna. Ah, hier ist Lady Welle. Das ist erstmal Emil. Emil macht Pipi. Ich setze mich einfach mal hier hin. Ja, Lady Welle. Die ist noch nicht ganz durch. Wir hatten ja gestern und vorgestern auch mit Rudi sehr viel zu tun, haben aber immer zu Lady Welle geguckt und nach der ersten Tierarztbehandlung lief alles gut. Und gestern, nein, vorgestern, merkten wir, dass sie wieder nichts gefressen hat und scheinbar auch nicht getrunken hat. Wir haben dann den Tierarzt geholt. Der hat sie rektal untersucht und tatsächlich der Kot war ganz fest, auch ein Zeichen dafür, dass sie nicht getrunken hat. Ja, dann wurde der Pansen abgehorcht mit dem Stethoskop und keinerlei Geräusche. Also bekam Lady Welle Infusionen ohne Ende, Cortison, Schmerzmittel, alles, was man so auffahren kann. Und ja, gestern haben wir erneut den Tierarzt geholt, weil wir uns auch einfach sicher sein wollen, ob der Pansen nun in Schwung kommt. Da hat sich wieder nichts getan und wir haben ihr dann wieder Pansenstimulanz per Schlauch in den Pansen gespült. Ja, der Tierarzt hat ihr dann prophylaktisch noch einen Magneten in den Pansen gedrückt. Das macht den Sinn, dass wenn es eventuell oder vermutlich doch ein Fremdkörper im Pansen ist, bindet der Magnet den Pansen. Der Magnet schwimmt dann und irgendwann erwischt er diesen Fremdkörper und bindet ihn. Das dauert aber leider 3 Tage, 3 bis 4 Tage. So, heute ist der erste Tag und wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben aber Lady Welle heute Morgen fressen sehen an der Raufe. Sie stand sehr lange an der Raufe. Sie hat dann auch danach gelegen und wieder gekaut. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, sie bekommt heute noch mal 2 Injektionen und jetzt kommt Fine. Beste. Ja. Aber sie ist stabil. Sie leidet nicht. Das ist wichtig.
Und heute hatten wir den Eindruck, dass es ihr viel besser geht. Wir müssen aber jetzt auch mal gucken, ob sie trinkt. Das haben wir heute noch nicht gesehen. Aber, oh, sie hat gerade gerülpst, das ist auch gut. Beste. Ja. Gut. Ich komme nachher noch mal mit der Spritze. Ups. Fienchen. Nee, Emil, ich möchte nicht spielen. Nein, Emil, ich stell mal aus, weil ich muss Emil mal eine Ansage machen. Gut. Ja, Lady Welle macht uns wieder Kummer. Sie hat heute nichts gefressen. Und Indira hört jetzt mit dem Stethoskop den Pansen ab. Ob der Pansen arbeitet? Wenn er arbeitet, dann würde das Blubbergeräusche machen. Hörst du was? Ja, zwischendurch ein bisschen, wenn sie auch so rülpst, aber es ist nicht genug, nicht so viel wie sonst. Ja, ich denke, da holen wir noch mal den Tierarzt. Gestern war das wesentlich besser. Ja, wir reiben noch mal die Schwellung am Hals ein. Jo, jetzt hat sie gerülpst. Ja. Dann rufen wir mal den Tierarzt an, fragen, was er meint, was wir noch machen können. Ja, jetzt war der Tierarzt vorhin da und Lady Welle hat noch mal Infusionen gekriegt und Medikamente. Der Pansen läuft langsam, aber immerhin läuft er. Und jetzt gucke ich mal, ob sie frisst. Ich gehe jetzt auch nicht so nah ran. Sie hat nämlich langsam die Faxen mit und satt. Und siehe da rechts steht sie an der Raufel und frisst. Ja, Temperatur hat sie nicht. Der Kot ist auch feucht. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt auch, dass sie ausreichend trinkt. Aber der Pansen macht uns immer noch Sorge. Der muss einfach auch in Schwung kommen. Ja. So hangeln wir uns dann von Tag zu Tag. Aber wir geben noch nicht auf und Lady Welle gibt auch nicht auf. Als der Tierarzt hier war, da war sie ein paar hundert Meter weiter und ist dann nach der Behandlung schnurstracks hierher gelaufen. Also sie ist noch sehr kräftig und sie zeigt auch ganz deutlich, dass sie will. Ja, Beste. Gut, dann komme ich nachher noch mal. So, hier haben wir noch mal Lady Welle. Es ist jetzt der fünfte Tag, seitdem wir festgestellt haben, dass sie ziemlich krank ist. Karin horcht jetzt noch mal, ob ihre Pansentätigkeit funktioniert. Tierarzt brauchte heute nicht mehr kommen. Sie hat natürlich jetzt ein bisschen Angst, weil wir sie ein paar Mal gespritzt haben, aber ansonsten frisst sie wieder und sie kaut wieder.
Und ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir 5 Tage um sie gekämpft haben. So, jetzt ist sie eingerieben und versorgt und jetzt kann sie in Ruhe ihre Luzerne fressen. Ja, die Pansengeräusche waren ganz deutlich zu hören, also der Pansen funktioniert wieder. So, ich mache jetzt mal aus, weil jetzt kommt nämlich Emil und will ihr das Fressen klauen.